Wir haben nun eine relativ brauchbare Textur und ich zeige euch jetzt, wie man daraus die entsprechenden Maps für Skyrim generiert. Skyrim verwendet pro Waffe drei Maps. Ich habe es hier anhand des Dertrix Swords mal angeführt. An erster Stelle wäre hier Dertrix Sword DDS. Das ist die Diffuse Map, die Textur an sich. An zweiter Stelle die NDDS, das ist die Normal Map, die ist zuständig für den 3D-Effekt und 3D-Details. Und an letzter Stelle wäre die Dertrix Sword MDDS, das ist die Specular Map und die ist verantwortlich für Lichtreflexionen. Ich habe euch das Ganze mal in Mattbox geladen, damit ihr seht, wie das aussieht. Ich habe hier das Dertrix Sword Modell nackt. Ich schalte an erster Stelle die DDS, also die Diffuse Map, hinzu. Ich habe nun die Farben im Spiel. An zweiter Stelle schalte ich die Normal Map hinzu. Im Detail sieht man dann hier unten vor allem, ich habe nun einen gewissen 3D-Effekt. Also ein, aus, ein, aus. Und zuletzt schalte ich die Specular Map hinzu. Und wie man sieht, habe ich nun Lichtreflexionen dabei. Und wir werden nun das Ganze für unsere Waffe nachbauen, beziehungsweise in unserem Fall jetzt für die Anfänger nachschwindeln. Wenn ihr Photoshop verwendet, benötigt ihr dafür das Nvidia DDS Plugin und wenn ihr GIMP verwendet, das entsprechende Gegenstück. Ich werde die Download-Links in die Beschreibung einfügen. Und ich habe das Photoshop Plugin bereits installiert. Man sieht dann unter Filter hier Nvidia Tools Normal Map Filter. Und wie gehabt, an erster Stelle hier habe ich die Textur an sich. Ich werde jetzt einfach nur die Tonwertkorrektur drüber laufen lassen, den Schwarzwert etwas nach unten, damit ich satte Farben drin habe, also das Schwarz hier vor allem. Okay, ich speichere das Ganze jetzt gleich einmal als die Diffuse Map, die erste DDS-Datei, speichern unter, wähle hier unten DDS aus, Save. Und von Haus aus würde ich empfehlen, ihr nehmt am besten gleich hier das DXT5-Profil, wenn ihr eine Alpha im Spiel habt und wenn ihr keine Alpha habt, dann das DXT1. Für die Anfänger, wie gehabt, nehmt einfach gleich DXT5, mehr dazu später. Ich speichere das Ganze jetzt, dauert etwas. So, die erste DDS wäre damit fertig. An zweiter Stelle wäre die Normal Map, die NDDS. Die erstelle ich, indem ich den Filter verwende von Nvidia. Ich habe hier die originale Textur, gehe oben auf Filter, Nvidia Tools, Normal Map Filter. Hier habe ich nun verschiedenste Einstellmöglichkeiten. Für die Anfänger, wie gehabt, ich würde einfach nur empfehlen, hier die Stärke auf 4 zum Beispiel zu stellen und rechts oben Average RGB. Das reicht für unsere Zwecke aus im Moment. Ich bestätige das Ganze und habe nun eine relativ brauchbare Normal Map. Ich speichere das Ganze nun ebenfalls. Speichern unter, wie gehabt, DDS. Und das wäre dann die Textur NDDS. Okay. Bestätige wieder DXT5. In einem späteren Tutorial zeige ich dann, wie man eine richtige Normal Map macht, beziehungsweise den Effekt hier verstärkt. Ich mache das Ganze mal rückgängig. Für die Specular Map benötige ich ein Graubild, das heißt, ich gehe hier oben dann auf Bild, Korrekturen und Farbtonsättigung, stelle die Sättigung auf minus 100. In der Specular Map sieht das Ganze so aus: alles, was weiß ist, wird im Spiel nachher hell aufscheinen im Sonnenlicht und alles, was schwarz ist, wird dunkel sein. Ich versuche immer einen Mittelwert zu finden. Wie gehabt, Anfängermethode, es reicht die Holzhammer-Variante. Ich gehe jetzt dann noch in die Tonwertkorrektur, Steuerung L wäre das, und drehe das Ganze hier etwas runter, den Schwarzwert. Ungefähr so. Ich möchte verhindern, dass ich rein weiße Stellen drin habe, denn die werden extrem scheinen im Spiel. Das heißt, ich kopiere einmal die Ebene mit Steuerung J, invertiere die Farben mit Steuerung I und stelle es hier oben dann auf Multiplizieren. Wie man sieht, habe ich nun hier anstelle des Weiß ein Grau. Wie gehabt, das reicht für unsere Zwecke jetzt einmal. Ich speichere das Ganze jetzt dann als Specular Map. Das wäre hier wieder DDS, Textur, MDDS. Okay, wieder hier DXT5 und speichern. Ich habe die drei Maps damit fertig und ich zeige es euch jetzt noch schnell in Mattbox. Beziehungsweise, damit ich es in Mattbox reinladen kann, muss ich es erst einmal speichern als PNG-Datei. Das müsst ihr jetzt nicht machen, es ist nur für mich jetzt wichtig. Also wie gehabt, hier einmal speichern unter, bla bla bla, PNG. Ich nenne das Ganze jetzt einfach nur M. Okay, hier habe ich die Normal Map. Die speichere ich als
N. Das mache ich jetzt nur für Mattbox, ihr müsst das nicht machen. Okay, so. Anschließend wechsle ich zu Mattbox, lade hier mein Schwert rein. So. Ich stelle das Material nun auf ein nicht reflektierendes Grau und lade anschließend meine Maps rein. Import Layer hier oben, dann habe ich hier einmal die Textur an sich, Diffuse Map, okay. An zweiter Stelle lade ich die Normal Map hinzu, als Normal Map, okay. Wie man sieht, habe ich nur einen gewissen 3D-Effekt. Nicht sehr stark, aber es reicht jetzt mal für die Zwecke. Ne? Und an dritter Stelle nachher wieder die MDDS. Hier die, wo habe ich sie? Da, die Specular Map. Als Specular Map. Okay. Und wie man sieht, habe ich nun hier eine reflektierende Klinge. Man kann das Ganze auch hochstellen hier zur Demonstration auf, keine Ahnung, 150 zum Beispiel. Dann habe ich einen stärkeren Effekt. Sieht mal recht brauchbar aus, würde ich sagen. Für Anfänger reicht es auf alle Fälle. Und wie es dann weitergeht, zeige ich euch im nächsten Tutorial. Danke, ciao!